Thank you guys for tuning in today. Vielen Dank für Ihr Interesse und willkommen zu einer weiteren Folge von Die Quelle. Ich bin Ihr Gastgeber Zen Raza und heute sprechen wir mit dem Historiker und Journalisten Vijay Prashad. Vijay Prashad ist der Autor von 30 Büchern. Eines der neuesten ist The Withdrawal, Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power. Vijay Prashad, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank, schön hier zu sein. Nach einer langen Zeit, sollte ich sagen. Alright, let us begin. Beginnen wir mit einer Grundsatzdiskussion, die in den Konzernmedien in Bezug auf die Ukraine gescheitert ist. Russland begründete den Krieg mit der Entnazifizierung und Entmilitarisierung. Halten Sie diese Gründe für legitim? Wenn Länder in den Krieg ziehen, konstruieren sie oft den nächstliegenden Grund für den Kriegseintritt. Im Falle der USA beispielsweise wurde der Krieg gegen den Irak, wie Sie wissen, mit dem Argument der Existenz von Massenvernichtungswaffen gerechtfertigt. Oder 2003 mit der Behauptung, dass der Irak irgendwie mit Al-Qaida gegen die Vereinigten Staaten am 11. September zusammenarbeitete. Oft wird der nächstliegende emotionale Grund herangezogen. Das ist üblich. So ist es nicht ungewöhnlich, dass die Russen sagen, wir wollen entnazifizieren. Ein sehr emotionales Thema. Und es ist auch ein Anliegen, das die Menschen in Russland bewegt, weil sie argumentieren, man versuche, den russischen Landsleuten in der Donbass-Region und auf der Krim und so weiter zu helfen. Ich glaube nicht, dass das wirklich der Grund für diesen Konflikt ist. Das ist nur das naheliegende Argument der russischen Regierung. Der Grund für diesen Krieg reicht viel weiter zurück. Es geht nicht um das Auftauchen nationalsozialistischer Kräfte in der Ukraine oder um die Wiederbelebung von Stepan Bandera. All das steht nicht wirklich im Mittelpunkt des Geschehens. Im Kern geht es um eine Frage, die Europa und insbesondere Deutschland und vielleicht auch Frankreich beantworten müssen. Welche Rolle spielt Europa? Soll Europa in erster Linie an ein atlantisches Bündnis mit den Vereinigten Staaten gebunden sein, sodass Deutschland auf billigere Energie aus Russland verzichten würde, um Flüssiggas aus den USA zu kaufen? Gibt es eine Wahl oder ist das die einzige Möglichkeit? Oder integriert sich Europa in Asien? Eurasien ist ein künstliches Konstrukt, da die Grenze zwischen Asien und Europa nicht eindeutig ist. Die Integration Eurasiens ist also ein Prozess, der seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der kommunistischen Staaten Osteuropas stattfindet. Diese Integration erfolgt durch die Energieabhängigkeit von Russland und durch massive Investitionen aus China nach der Weltfinanzkrise. Die USA versuchen, diese historische Integration Europas und Asiens zu verhindern und nutzen die Ukraine als Frontlinie dafür. And through massive investments from China after the world financial crisis. So the US trying to prevent this historical integration of Europe and Asia, you know, used. Und genau das ist meiner Meinung nach der Kern dieses Konflikts. In diesem Konflikt geht es sozusagen um die Integration Eurasiens versus das Atlantische Bündnis. Es geht vor allem um den Zusammenbruch des Rüstungskontrollsystems zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Das heißt, um das Vertrauen zwischen diesen beiden Ländern, dass niemand atomare Mittelstreckenraketen an der Grenze des jeweils anderen Landes aufstellen oder einen Atomschlag gegeneinander führen würde. Es gibt kein Vertrauen mehr, da das Rüstungskontrollregime zusammengebrochen ist. Darum geht es in diesem Krieg wirklich. Und leider ist die Ukraine inmitten dieses Konflikts. That's really what this war is about. And unfortunately, Ukraine is caught in the middle of it. Ich möchte auf den von Ihnen angesprochenen Rüstungskontrollvertrag eingehen. Im Jahr 2002 wurde der Vertrag über die Begrenzung von antiballistischen Raketenabwehrsystemen durch die Vereinigten Staaten beendet. Unter der Regierung Trump wurden dann auch der INF-Vertrag und der Vertrag über den offenen Himmel gekündigt. Und jetzt ist auch der Startvertrag in Frage gestellt. Was bedeuten diese Verträge und was bedeutet es aus russischer und vielleicht sogar aus chinesischer Sicht, wenn diese Verträge von den USA aufgelöst werden? Es ist wichtig, sich an die Zusammenkunft der Länder des globalen Südens im Jahr 1961 in Belgrad, im damaligen Jugoslawien, zu erinnern, wo die Bewegung der blockfreien Staaten gegründet wurde.
Häufig wird vergessen, dass es nach dem Ende des Treffens der blockfreien Staaten in Belgrad zwei Vertreter des globalen Südens nach Moskau und zwei nach Washington reisten und im Namen der Bewegung der blockfreien Staaten, im Namen der Länder der Dritten Welt, für eine angemessene Teilnahme an der Genfer Konferenz und für Rüstungskontrolle zu plädieren. Denn das Argument, das sowohl in Belgrad als auch in Bandung 1955 vorgebracht wurde, lautete, dass diese Rüstungskontrolle nicht nur den Planeten gefährdet, da Atomwaffen so gefährlich sind, sondern dass sie auch wertvollen gesellschaftlichen Reichtum entzieht und ihn in Dinge wie Waffen, Systeme mit hohen Kosten und verschwendeten Ausgaben umleitet. Dies war also in gewisser Weise der Ursprung des Regimes zur Rüstungskontrolle. Die Dritte Welt trägt wesentlich dazu bei, die beiden Atommächte zum Dialog zu bewegen und sie zu einer Reihe von Verträgen zu zwingen. Sie haben drei davon erwähnt: den offenen Himmel, den Vertrag über die Begrenzung von antiballistischen Raketenabwehrsystemen und den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen. Aber natürlich gibt es auch die SALT- und die START-Verhandlungen, die auf eine Verringerung der Sprengköpfe abzielen. Es ging um die Minimierung der Anzahl der Raketen. Diese Mächte wurden clever und installierten zahlreiche Sprengköpfe auf einer Rakete. Um die Anzahl der Sprengköpfe auf den Raketen zu verringern, musste jeder dieser Punkte in diesen Verträgen ausgehandelt werden. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren die Verträge also sehr wichtig. Es gab ein Regime zur Rüstungskontrolle. Die Vereinigten Staaten haben sich jedoch nie gegen einen Erstschlag gegen ein Land verpflichtet und haben dies auch nie wirklich getan. Die Sowjets wollten keinen Erstschlag. Tatsächlich haben die Russen eine Keine-Erstschlag-Doktrin. Aber die Vereinigten Staaten haben kein Erstschlag. Der Punkt ist jedenfalls, dass es ein Regime zur Rüstungskontrolle gegeben hat, und das ist wichtig. In den letzten 10 Jahren, insbesondere nach der Weltfinanzkrise, aber ebenso im Jahr 2002, als die USA von der Raketenabwehr abrückten, erlebte man eine Abnahme, da sich die USA als einzige Weltmacht seit vielleicht 20 Jahren, ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, seit 20 Jahren oder in den letzten 20 Jahren, von den Regimen der Rüstungskontrolle zurückgezogen haben. Mit dem unilateralen Ausstieg Donald Trumps aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen im Jahr 2019 haben die USA das Regime der Rüstungskontrolle vollständig aufgegeben. Es bestand die Befürchtung, dass die USA nukleare Mittelstreckenraketen in der Ukraine stationieren würde, die nur wenige Minuten nach dem Start in Moskau landen würden. Und die Chinesen befürchten, dass die USA dies in Taiwan tun könnten, dessen Unabhängigkeit bestritten wird. In Wirklichkeit gibt es keinen Disput. Alle stimmen darin überein, dass Taiwan ein Teil Chinas ist, aber die USA haben mit dem von ihnen verabschiedeten Taiwan-Gesetz diesen bizarren Disput ausgelöst, nachdem sie sich darauf verständigt hatten, dass es nur ein China gibt. Wie auch immer, verlieren wir uns nicht in diesem Thema, konzentrieren wir uns auf diesen Punkt. Die Chinesen haben herausgefunden, dass Südkoreas Präsident Yoon, der Trump nicht unähnlich ist, erklärte, dass man Raketen in Südkorea, Taiwan und dergleichen aufstellen könne. Die Chinesen fürchten das auch deshalb, da die USA aus dem INF-Vertrag ausgestiegen sind. In dieser Hinsicht hat dies die Welt also wirklich destabilisiert. Interessant finde ich, dass sich in einem Land wie Deutschland die Debatte so sehr um die Ukraine und Russland dreht, sodass diese weitreichenderen Themen nicht wirklich Teil der allgemeinen politischen Diskussion sind. Das würde es den Menschen meiner Meinung nach ermöglichen, ein viel breiteres und tieferes Verständnis für die Probleme zu entwickeln, die in der und um die Ukraine herum stattfinden. While all these arms control treaties were Während all diese Rüstungskontrollabkommen von den USA aufgekündigt wurden, erlebten wir in diesem Zeitraum auch, wie die NATO trotz der nach dem Fall der Berliner Mauer gemachten Versprechen expandierte. In Deutschland und in der westlichen Welt wird die NATO vor allem als Verteidigungsbündnis wahrgenommen, nehme ich an. Andere wiederum argumentieren, sie diene den Interessen der USA und spalte Europa mit Russland. Wie beurteilen Sie die Rolle der NATO in diesem Zeitraum in Bezug auf den Ukraine-Krieg? What is your assessment of what NATO's role has been within this time frame towards the Ukraine war? It's a very good question, Zane. I mean, NATO was created. Das ist eine sehr gute Frage. Die NATO, die Nordatlantik-Vertragsorganisation, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg unter einer ziemlich simplen Prämisse gegründet.
Die Voraussetzung war, dass die Vereinigten Staaten mit dem größten Militär der Welt in gewisser Weise einen militärischen Schutzschild um Europa herum errichten würden, um es, so wurde argumentiert, vor der Sowjetunion zu schützen. Das war die allgemeine Annahme und die NATO war nicht die einzige. Es gab die Central Treaty Organization, den Bagdad-Pakt, es gab die Südostasien-Vertragsorganisation, den Manila-Pakt und dergleichen. Die NATO überdauerte sie alle und besteht weiter. Als die Sowjetunion zusammenbrach, begann eine ernsthafte Diskussion. Sollte die NATO aufgelöst werden? Aber es hieß, nein, nein, wir behalten sie bei. Und warum? Kehren wir zurück zu dem Punkt, was Europa ist. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte Charles de Gaulle, insbesondere in Frankreich, die Ansicht zu artikulieren, dass Europa seine eigene Außenpolitik und seine eigene Sicherheitsarchitektur haben sollte. Eine europäische Armee, vielleicht eine gemeinsame französische und eine deutsche Armee und so weiter, sollte Europa schützen und bräuchte nicht unter dem Schirm der USA zu agieren. Diese Tradition oder diese Form des Denkens wird Gaullismus genannt. Die Idee war, europäisch und unabhängig von den Vereinigten Staaten zu sein. Man kann nicht der Spielball der USA sein. Das war das allgemeine Argument von de Gaulle. Diese Tendenz, diese gaullistische Tendenz, hat sich also von den späten 1940er Jahren bis heute gehalten. Sie besteht noch immer. Innerhalb Europas gibt es also eine Auseinandersetzung. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die glauben, dass die NATO unter dem Schirm der USA steht, dass sie gewissermaßen ein Spielball der Vereinigten Staaten ist, denn die NATO ist ein trojanisches Pferd. Sie ist effektiv eine militärische Operation der USA, die auf europäischem Boden durchgeführt wird, Basen in Deutschland, Basen in Italien und so weiter. Es ist im Grunde eine US-Operation. Sie ist nicht wirklich europäisch. Ich meine, es europäisch zu nennen, wäre trivial. Wissen Sie, als Trump kam und schimpfte, sagte Stoltenberg zu ihm, was machen Sie da? Ich meine, mit einem Angestellten zu sprechen, nicht mit einem Gleichgestellten. In diesem Sinne gibt es in Europa seit langem eine Debatte zwischen dem atlantischen Projekt der NATO, bei dem sich Europa den Vereinigten Staaten unterordnen muss, und der gaullistischen Idee, dass Europa seine eigenen außenpolitischen Ziele verfolgt. Diese Spannungen hat es immer gegeben. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR kam mit der Europäischen Union erneut eine Diskussion auf. Sollte es einen europäischen Außenminister und eine europäische Sicherheitsagenda geben? Und in der Tat wurden diese Institutionen in der Europäischen Union geschaffen. Aber ich meine, zu welchem Zweck? Sie folgen vollständig der US-Doktrin. Interessanterweise wurde nach dem Jugoslawienkrieg, als die NATO ihre Arbeit aufnahm, die Vorstellung vertreten, Jugoslawien gehöre zu Europa. Es gehört somit immer noch zur europäischen Sphäre, obwohl ich sagen muss, dass es für die NATO keinen wirklichen Grund für einen Einsatz in Jugoslawien gab, da die Sicherheit keines der NATO-Länder bedroht war. Aber wie auch immer, das war nicht der Rede wert. Die Vereinigten Staaten wurden am 11. September angegriffen, woraufhin die NATO nach Afghanistan rückte. In der Charta ist nämlich festgelegt, dass im Falle eines Angriffs auf eines der Länder, das ist ein Sicherheitspakt, die anderen ihm zu Hilfe kommen müssen. Aber interessanterweise gab es in Libyen keinen Angriff auf ein europäisches Land, ein NATO-Land, keinen Angriff. Die NATO hat also erneut gegen ihre eigene Charta verstoßen, so wie sie es 1999 in Bosnien getan hat. 2011 hat sie gegen ihre eigene Charta verstoßen. Auf dem Madrider Gipfel in diesem Jahr war es völlig selbstverständlich und akzeptabel, von einer globalen NATO zu sprechen. Sie wissen, dass Ivo Daalder, der in Washington ansässige Theoretiker in Sachen Globalisierung, seit fast einem Jahrzehnt eine globale NATO fordert. Was ist diese globale NATO? Es gibt keinen Platz dafür. Sie existiert nicht in der UN-Charta. Jetzt stößt die NATO in das südchinesische Meer vor und mischt sich in den Konflikt der USA mit China ein. Die NATO ist zu einem Problem im Ukraine-Konflikt geworden. Offen gesagt ist die NATO nicht das Problem, denn immerhin sind zwei der drei baltischen Staaten NATO-Mitglieder. Russland hatte schließlich auch kein Problem mit der NATO. Unter Jelzin und dem frühen Putin war Russland lange Zeit Teil der Partnerschaft für den Frieden der NATO. Russland war nicht außen vor. Das Problem ist nicht die Erweiterung der NATO. Die Frage ist, was in diesen Ländern geschehen wird. Werden sie die Stationierung von Atomwaffen zulassen?
Man muss nicht unbedingt ein NATO-Land sein, um US-Atomwaffen zu beherbergen. Man kann ein sogenanntes Stand-by-Abkommen haben und dergleichen. Die Sorge galt also nicht der Präsenz der NATO in der Ukraine. Es ging um die Möglichkeiten, die dieser Militärpakt mit Ländern, sagen wir in diesem Fall in Asien und auch in Afrika, zu haben glaubt. Die NATO übernimmt dort eine tragende Rolle und das bleibt fast unkommentiert, obwohl es ein Verstoß gegen die NATO-Charta ist. Ich möchte über weitere Zusammenhänge sprechen, insbesondere über die von Ihnen bereits angesprochene Integration Russlands. Warum ist Ihrer Meinung nach die Integration Russlands durch den Westen gescheitert? War es die Schuld Russlands? Zum Beispiel wurde Russland von westlichen Staaten beschuldigt, demokratische Rechte zu verletzen. Es wurde beschuldigt, Kriege wie in Tschetschenien zu führen oder in demokratische Wahlen einzugreifen und so weiter. Ist das der Grund, warum der Westen nicht in der Lage war, Russland, sagen wir mal, in die kapitalistische oder politische Sphäre zu integrieren? Wir haben gesehen, wie der Westen ehemalige Feinde, insbesondere die USA, wie Vietnam, Deutschland und Japan, integriert hat. Sie wurden in den westlichen Kapitalismus und sogar in politische Gespräche integriert. Warum wurde Russland Ihrer Meinung nach außen vor gelassen? Why was Russia left outside in your view? Yeah, it's interesting. I mean, firstly, ja, das ist interessant. Zunächst einmal ist es wichtig, Russland als ein großes Land anzuerkennen. Es hat eine enorme Landmasse, es hat Atomwaffen. Es ist ein Land mit einem großen Eigenverständnis. Es hat ein ausgeprägtes Selbstverständnis mit einer langen Tradition und so weiter. Diese Faktoren spielen in den internationalen Beziehungen eine Rolle. Sie sind wichtig. Nach dem Zerfall der Sowjetunion dachten die Vereinigten Staaten, sie hätten den Kalten Krieg gewonnen. US-Berater trafen in Moskau ein. Sie kamen und bauten eine Art kleptokratische Struktur auf, die von den sogenannten Oligarchen genutzt wurde. Ich meine, was ist ein Oligarch, wenn nicht ein Milliardär? Ich meine, ist Elon Musk nicht ein Oligarch? Und Jeff Bezos nicht ein Oligarch? Aber egal, irgendwie wird dieses Wort nur für russische Milliardäre verwendet. Aber egal. Die USA schufen die Struktur dafür. Sie schufen die Struktur für diese Art von russischer Kleptokratie, die entstanden ist. Und die USA haben Russland im Grunde wie einen Fußabtreter behandelt. Ich meine, Jelzin hat Clinton angefleht. Tatsächlich musste die US-Regierung bei einer der Wahlen eingreifen, um sicherzustellen, dass die Kommunisten nicht wieder an die Macht kamen. Das Time Magazine hat zuerst darüber berichtet, weitere Zeitungen folgten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, als Russland sich in großer Not befand, als die Mittelschicht zum Beispiel auf der Straße Bücher und alles, was sie in die Finger bekam, verkaufte, brach die Gesellschaft praktisch zusammen. Ich erinnere mich, dass die Russen in den 1990er Jahren mit Flugzeugladungen nach Indien kamen, um auf Billigmärkten einzukaufen und große Säcke mit Kleidung nach Russland zurückzubringen, um sie auf der Straße zu verkaufen. Und das waren Leute aus der Mittelschicht. Das Land war zerstört. Als Putin an die Macht kam, war er der auserkorene Nachfolger von Jelzin. Sie brachten ihn als sichere Hand ins Amt, weil sie davon ausgingen, dass er keine Gerichtsverfahren gegen Jelzin zulassen würde. Das war die Idee. Ich meine, er war Mr. Safe Hands. Aber im Laufe der Präsidentschaft Jelzins wurde das russische System wieder aufgebaut. Sie versuchten, die Oligarchen in die Schranken zu weisen. Sie brachten russisches Öl und Erdgas zurück in die staatliche Verwaltung und so weiter. Und Russland begann, sein altes Verständnis von einem großen Land zu bekräftigen, dessen Volk nicht der Fußabtreter des Westens sein sollte. 2007 geht Putin also zur Münchner Sicherheitskonferenz und sagt, es sollte kein alleiniges Monstrum in der Welt geben. Das ist der erste Schuss vor den Bug der Vereinigten Staaten. Ich denke, dass dies eine sehr wichtige Geste ist. Es geht nicht darum, dass Russland sich nicht integrieren könnte. Russland hätte sich integrieren können, aber es wollte sich zu seinen Bedingungen integrieren und nicht nur ein Spielball sein. Sie wollten nicht als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Wir sehen das jetzt. Anfang dieses Jahres trafen die Demokratische Republik Kongo und Sambia eine sehr gute Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen zum Aufbau einer Lieferkette für Elektroautobatterien, da beide Länder zusammen 80% der Komponenten für Elektroautobatterien besitzen. Sie sagten daher, lasst uns unsere eigene Lieferkette aufbauen.
Ein sehr guter Schritt, der von der Afrikanischen Wirtschaftskommission und so weiter unterstützt wurde. Und dann mischen sich die Vereinigten Staaten ein und sagen, nein, nein, ihr könnt dieses Geschäft nicht alleine machen. Die Demokratische Republik Kongo und Sambia können das nicht alleine bewältigen. Während des US-Afrika-Gipfels zwang Antony Blinken die beiden Regierungen, sich zusammenzusetzen und ein neues Abkommen mit den Vereinigten Staaten als dritter Partei auszuarbeiten. Warum brauchen sie die USA dort? Warum können zwei afrikanische Länder es nicht eigenständig erreichen? Sie wurden im Wesentlichen als Bürger zweiter Klasse behandelt. Sie schaffen es nicht allein. Russland hat sich also in gewisser Weise gegen diese Behandlung als Bürger zweiter Klasse gewehrt. Ich glaube, das ist der Grund, warum es sich nicht integrieren konnte. Die Integration wäre zwar möglich gewesen, aber sie wäre zu ihren eigenen Bedingungen erfolgt und nicht als Bürger zweiter Klasse. Not as a second-class citizen. Let us move the conversation towards. Lassen Sie uns das Gespräch auf 2014 verlagern. Viele junge Zuschauer haben wenig Kenntnis von der Geschichte der Ukraine und von den Ereignissen. Können Sie über die Entwicklung nach 2014 sprechen und was schließlich zur russischen Invasion in diesem Jahr geführt hat? Eventually spiraled towards the Russian invasion of this year. Das ist eine komplexe Angelegenheit. Wissen Sie, als die Sowjetunion gegründet wurde, es tut mir leid, ich gehe immer wieder in der Geschichte zurück. Sie können so weit zurückgehen, wie Sie wünschen. Wir benötigen all diese Zusammenhänge und Erkenntnisse, um diesen Konflikt zu verstehen. Meiner Meinung nach macht das einen Unterschied. Die Sowjetunion war eine sehr interessante Schöpfung. Sie wurde zunächst als Sowjetische Republik gegründet, als 1917 im Oktober die bolschewistische Revolution stattfand. Aber innerhalb weniger Jahre wurde klar, dass neben Russen, Ukrainern, Georgiern und Tschetschenen auch Usbeken, Tadschiken, Turkmenen und andere zu den Mitgliedern der Sowjetischen Republik gehören würden. Zu diesem Zeitpunkt reorganisierten die Führer der Sowjetischen Republik das System und machten es in gewissem Sinne zu einer Konföderation von Nationen, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Eine dieser Republiken war die Ukraine. Sie sollte eine sozialistische sowjetische Republik werden, die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik. Um die Ukraine in gewisser Weise zu einem kohärenten Land mit Landwirtschaft und Industrie und so weiter zu gestalten, beschloss die sowjetische Führung, der Ukraine Teile Russlands hinzuzufügen. Das heißt, dort, wo russischsprachige Menschen vorherrschten. Das ist die Region, die man heute als Donbass, Luhansk, Donetsk und so weiter kennt. Gleichzeitig wurde die Krim an die Ukraine angegliedert, hauptsächlich, weil sie an die Ukraine angrenzt. Auch wenn die Krim keine allzu einfache Geschichte hat, da die Bevölkerung größtenteils russischsprachig ist. Nichtsdestotrotz, die Ukraine wurde von der UdSSR gegründet. Das ist der springende Punkt. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR ist es ziemlich interessant, dass viele der Spannungen, die man sich beim Zusammenbruch eines so großen Landes vorstellen könnte, nicht aufgetreten sind. Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan sind ihren eigenen Weg gegangen und es bestand kein Konflikt. Es gab überhaupt keinen Disput. Sie wurden zu kohärenten Ländern. Konflikt gab es in Armenien und Aserbaidschan. Dieser Konflikt bestand übrigens schon vor der Zeit der Sowjetunion. Der Konflikt um Nagorno-Karabach. Es handelt sich um einen älteren Disput, der während der Zeit von Gorbatschow als Regierungschef der UdSSR wieder auflebte. Es war also keine Folge des Zusammenbruchs der UdSSR. Georgien und Armenien hatten ungelöste Grenzstreitigkeiten, die in der Tat wieder auflebten. Georgia and Armenia had border issues that were unresolved and in fact they returned. Der Georgien-Konflikt kehrte 2007, 2008 zurück und es gab erneut einen Grenzkonflikt. Denn Georgien und die damalige Gemeinschaft unabhängiger Staaten und später Russland waren nicht in der Lage, ihre Grenze eindeutig festzulegen. In der Ukraine das Gleiche. Hier kam es zu Konflikten. Welchen Status hat Donetsk, Luhansk? Wie ist der Status der Krim? Ich möchte also die Gemüter der Menschen auf eine Weise beruhigen. Dies ist nicht etwas, das 2014 begann, als die Maidan-Proteste ihren Anfang nahmen und dergleichen. Eine ältere Begebenheit, die mit der Tatsache zu tun hat, dass der Wandel eines großen Landes, wie er 1991 in der Sowjetunion stattfand, oft mit viel Gewalt verbunden ist. Auffallend ist jedoch, dass es keine gab.
Gewalt kam erst später auf. In Georgien 2008 und in der Ukraine 2014 bis heute ist die Gewalt nach dem Zusammenbruch der UdSSR verzögert aufgetreten. Das ist Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt ist, dass es in der Ukraine einen Disput zwischen zwei Fraktionen der herrschenden Klasse gab. Auch hier ging es darum, ob die Ukraine sozusagen Moskau oder Brüssel zugewandt sein sollte. Das sind zwei Fraktionen der herrschenden Klasse. Und in gewisser Weise war die herrschende Klasse in der Ukraine nicht wirklich in der Lage, eine eigene Auffassung darüber zu entwickeln, ob es einen Konflikt innerhalb der Ukraine darüber geben sollte. Sie gestatteten die Beteiligung aller. Sie haben ihren klasseninternen Streit internationalisiert. Das ist ein Fehler der ukrainischen herrschenden Klasse. Warum haben sie den Streit internationalisiert? Ein Teil der ukrainischen herrschenden Klasse brachte die Vereinigten Staaten ins Spiel. Sie begannen, Washington als ihr Netzwerk und ihren Rahmen zu nutzen. Andere schauten nach Bonn oder Brüssel und so weiter. Und dann schaute die gesamte Gruppe nach Moskau. Zu Beginn des Jahrzehnts der 2010er Jahre spitzte sich die Lage also zu. Und im Jahr 2014 steht die Ukraine vor einem großen Problem. Die Regierung gerät in eine Legitimationskrise. Es kommt zu den Maidan-Protesten und Ähnlichem. Und die Vereinigten Staaten diktieren, wie wir aus dem geleakten Telefonat von Victoria Nuland wissen, die Konditionen, wer die nächste Regierung in der Ukraine bilden soll. Die Regierung wird eingesetzt, aber sie hat nur wenig Legitimität. Sie geht Bündnisse mit allen möglichen zwielichtigen Charakteren ein, einschließlich dieser Neonazi-Gruppen und so weiter. Sie geht buchstäblich Bündnisse mit Leuten ein, die sozusagen außerhalb der Politik stehen sollten. Aber sie bringen diese Leute hinein. Sie bringen sie in den Mittelpunkt des Geschehens. Und das wird ziemlich gefährlich. Und im östlichen Teil der Ukraine kommt es zu Gewaltausbrüchen. Zu dieser Zeit zeigt sich die Tradition des Gaullismus oder der unabhängigen europäischen Außenpolitik. Sowohl Emmanuel Macron als auch Angela Merkel versuchen, in diesem Konflikt zu vermitteln und schaffen das Normandie-Format oder das Normandie-Quartett, eine Vereinbarung, die Russland und die Ukraine einschließt und mit der beide einverstanden sind. Das sind die sogenannten Minsker Abkommen. Die Minsker Abkommen wurden angenommen und es wurde gefragt, können wir sie umsetzen? Die Umsetzung von Minsk war von mindestens 2016 bis 2022 der eigentliche Streitpunkt innerhalb und um die Ukraine. Die Umsetzung war nicht einfach, auch weil man den Konflikt internationalisiert hatte. Die USA saßen mit am Verhandlungstisch. Sie erkannten, dass dies eine Möglichkeit zur Schwächung Russlands war. Vom Standpunkt der USA aus war das eindeutig. Für Russland war dies eine existenzielle Bedrohung. Sie wollten nicht, dass die Ukraine unter die Kontrolle der USA gerät. Es gab also nur wenig Interesse an der Umsetzung der Minsker Abkommen. Ich würde sagen, dass weder Washington noch Moskau besonders an einer Umsetzung interessiert waren. Auch wenn beide die Umsetzung des Minsker Abkommens forderten, war man doch nicht besonders bemüht. Und ich muss Macron und Merkel zugestehen, dass sie, auch wenn ich sie politisch vielleicht nicht schätze, sich aufrichtig um die Umsetzung bemüht haben. Nun hat Merkel vor kurzem der Presse ein Interview gegeben, in dem sie sagte, der Westen meinte es nicht ernst, die ukrainische Führungsschicht meinte es nicht ernst mit Minsk. Sie wollten nur Zeit zur Aufrüstung gewinnen. Vielleicht ist das wahr. Sie ist besser informiert. Ich bin mir nicht sicher, ob sie diese Aussagen aus Gründen der Sachlichkeit, der Offenlegung der Fakten oder aus Verbitterung gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gespräch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie sich ihre Stimme anhörte. Aber als ich das Interview las, hatte ich den Eindruck, dass es einen Hauch von Bitterkeit enthielt. Sie sagte, dass der Westen, mit anderen Worten Washington, Druck auf sie ausübte, damit die Angelegenheit nicht zu einem Ende kommt. Sie wollten die Angelegenheit lediglich verzögern, um die Ukrainer weiter beliefern zu können. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich Frau Merkel nicht kenne. Ich kenne ihre Beweggründe für dieses Interview nicht. Aber auf jeden Fall sieht es so aus, als ob niemand diese Aufgabe ernsthaft bewältigen wollte. Es war wirklich unschön. Und wissen Sie, man kam an einen Punkt, an dem die Beziehungen zusammenbrachen. Meiner Meinung nach wurde Herr Putin zu diesem Krieg gedrängt. Interessanterweise war es die Linke in der Duma in Moskau, die eine Resolution zur Eingliederung von Luhansk und Donetsk vorlegte. Und er wurde sozusagen in diesen Krieg hineingezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich wollte.
Wir sehen, dass viel über die Existenz oder die existenzielle Bedrohung Russlands argumentiert wird. Ist das wirklich der Fall? Denn wenn wir uns die Entscheidung Putins ansehen, in den Krieg zu ziehen, dann gibt es heute eine größere existenzielle Bedrohung als vor dem Krieg. Beispielsweise hat sich die NATO zusammengefunden. Die westlichen Nationen haben sich zusammengetan. Es wird jetzt über eine Erweiterung der NATO gesprochen. Das war früher nicht der Fall. Das bedeutet, dass wir in Zukunft mehr Militärübungen an den Grenzen Russlands erleben werden, vielleicht auch in den skandinavischen Ländern, sofern diese beitreten. Wir sehen auch, dass die russische Debatte gegen den Krieg immer größer wird. Außerdem zeichnen sich jetzt gewisse Rückschläge ab und die westliche Presse berichtet von vielen militärischen Rückschritten Russlands. Ob es sich dabei um Rückschritte oder nur um eine Neupositionierung handelt, wissen wir nicht genau. Aber nehmen wir einmal das westliche Argument, dass Russland große Rückschläge erlitten hat. Derzeit zeichnen sich zumindest an der Front deutliche Schwächen ab. Glauben Sie also wirklich, dass Russland eine Bedrohung ausgesetzt war? Oder ist es tatsächlich so, dass Russland jetzt gefährdet ist? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es sich um eine Bedrohung im eigentlichen Sinne handelt, da es ein nuklear bewaffnetes Land ist. Ich denke, dass der Westen oder zumindest Washington den Ansatz verfolgt hat, übt genug Druck auf Moskau aus und die Regierung wird fallen. Dies war eine Art Regimewechseloperation. Sie dachten, sie könnten Afghanistan wiederholen. Hillary Clinton sagte sogar in einer US-Talkshow, die Ukraine werde Putins Afghanistan sein. Sie haben die Ereignisse in Afghanistan verkannt. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan war nicht der Grund für den Zusammenbruch der UdSSR. Die UdSSR zerbrach, weil Gorbatschow nicht in der Lage war, eine angemessene Reformagenda im Lande durchzuführen. Ich meine, es herrschte Chaos. Es handelte sich um eine interne Kapitulation der Gorbatschow-Führung. Es lag nicht an. Afghanistan spielte eine Rolle. Es hatte natürlich enorme wirtschaftliche Auswirkungen auf Russland und dergleichen. Das erforderte eine Reformagenda. Aber die Reformagenda, die Kapitulation, ging von Gorbatschow aus, nicht von den Afghanen. Die Geschichte Afghanistans wurde folglich im Hinblick auf die Sowjetunion falsch interpretiert. Man ging davon aus, dass die Ukraine unter Druck gesetzt werden würde, was zu Instabilität in Russland führen würde und schließlich zu einem Sturz der Regierung. Anfänglich fanden in Moskau einige Proteste gegen den Krieg statt, aber diese sind weitgehend verschwunden. Nun wird argumentiert, sie seien aufgrund der Repressionen erloschen. Das kann sehr wohl sein. Es könnte aber auch sein, dass viele Menschen, die mit Putin unzufrieden waren, das Land verlassen haben. Das geschah ebenfalls. Sie erklärten, es hat keinen Sinn, wir begeben uns in den Westen. Und das dürfte wahrscheinlich der Fall gewesen sein. Die Bereitschaft, einen derartigen Schritt zu unternehmen, ist nicht vorhanden. Zum Teil, und das ist der Punkt, um auf die Sache zurückzukommen, ist es Putin gelungen, einen großen Teil des russischen Nationalismus für sich zu nutzen. Das Gefühl, dass Russland unter Jelzin ein gedemütigtes Land war und dass es jetzt wieder auferstanden ist, Putins Bündnis mit den Chinesen zum Beispiel, das Wirtschaftsbündnis, hat zur Stabilisierung der Wirtschaft beigetragen. Es gibt also Leute, die diese nationalistische Sichtweise verinnerlicht haben. Putin hat das aufgegriffen. Ich glaube nicht, dass Putin dies erschaffen hat, aber er hat diese Tradition aufgegriffen. Schon Lenin hat in den 1920er Jahren vor dieser Entwicklung gewarnt. Er mahnte vor dem großen russischen Chauvinismus. Jeder kann diesen Ansatz übernehmen. Wir sehen, dass viele Führer in der Welt das Thema des Ultranationalismus leichtfertig aufgreifen, da es zur Verfügung steht. Wie zum Beispiel in Indien. Narendra Modi machte sich dies zunutze, auch wenn andere politische Kräfte versuchten, diese Art von ultranationalistischer, hindu-nationalistischer Ideologie nicht zu übernehmen. Sie ist zugänglich, sie ist gesellschaftlich verfügbar. Also greift Putin das auf. Ich glaube nicht, dass seine Regierung zusammenbrechen wird. Ich glaube nicht, dass dies eine existenzielle Bedrohung darstellt. Ich glaube auch, dass es anfangs in den skandinavischen Ländern und anderswo eine große Begeisterung gab. Wir werden alle der NATO beitreten. Okay, nur zu. Treten Sie alle der NATO bei. Was geht das den Rest der Welt an? Als ob die Menschen in Sambia aufwachen und sich darüber Gedanken machen, ob Schweden der NATO beitritt oder nicht. Ehrlich gesagt ist das völlig unerheblich.
Sie sind ohnehin schon Teil der NATO. Sie könnten genauso gut beitreten. Sie führen regelmäßig Militärübungen mit der NATO durch. Sie können genauso gut beitreten. Für uns ist das kaum von Bedeutung. Dies sind keine Länder, die auf der Weltbühne von großer Bedeutung sind. Sollen sie doch alle der NATO beitreten. Es macht keinen Unterschied. Es könnte aber durchaus interessant werden, denn je mehr dieser Länder der NATO beitreten, desto komplizierter wird das Zusammenspiel innerhalb der NATO. Was möchte ich damit sagen? Einige dieser Länder weisen ein sozialdemokratisches Erbe auf, das innerhalb der NATO nicht so leicht zu vermitteln ist. Und sie verfügen auch über einen ausgeprägten Glauben, einen arroganten Glauben an die Demokratie. Lassen wir sie in die NATO eintreten, in den Rat kommen und mit den Amerikanern streiten. Das könnte für mich interessant sein. Ich würde gerne sehen, wie die Skandinavier im Plenarsaal sitzen, umgeben von US-Beratern und versuchen, mit ihnen über den Klimawandel und dergleichen zu diskutieren. Es waren nicht Russland oder China, die 1997 in das Kyoto-Protokoll eintraten und das US-Militär von der Kohlenstoffbilanzierung ausnahmen, weil sie sagten, dies würde die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten beeinträchtigen. Lassen Sie dieselbe selbstgerechten Leute, die ständig über den Klimawandel und so weiter reden und nichts dagegen tun, in die NATO-Versammlung eintreten und einen Disput führen. Schauen Sie sich die Deutsche Grüne Partei an. Sie heißen die Grünen. Sie soll aus der Debatte um den Umweltschutz und dann angeblich um den Klimawandel hervorgegangen sein. Großartig, der Name ist immer noch die Grünen. Gleichzeitig sind sie die größten Kriegstreiber. Sie wollen diesen Krieg mit Russland fortsetzen. Und als Folge des Krieges und der Schwierigkeiten für Deutschland, sich mit Energie zu versorgen, erklären die Grünen, gut, wir machen mit der Atomkraft weiter. Ihr ganzes Parteiprogramm, sie wurden als Gegner von Atomkraft gegründet. Und warum dann nicht die Kohlekraftwerke in Deutschland in Betrieb nehmen? Warum brennt ihr nicht den Schwarzwald ab, wenn ihr schon dabei seid? Tolle Holzkohle. Das ist die Grüne. Die Ausweitung der NATO wird also ihre eigenen Widersprüche haben. Mit dem Aufkommen der Lebenshaltungskostenkrise werden diese politischen Kräfte unter immensen Druck geraten. Ich habe erwähnt, dass die sozialdemokratischen Kräfte in Skandinavien als Folge dieser Widersprüche zunehmend rechtsextreme Gruppen an die Macht befördern. Das ist nicht das alte, Subaru-fahrende, IKEA-küchenaffine, sozialdemokratische Skandinavien. Das sind rechtsgerichtete Skandinavier. Die NATO wird also in gewisser Weise mit allen möglichen Debatten konfrontiert sein. Aber es werden auch Skandinavier mit am Tisch sitzen, die eine Agenda vertreten, die den Menschen in anderen Teilen Europas vielleicht nicht gefällt. Anfang Dezember erklärte Präsident Macron, dass der einzige Weg zur Beendigung des Krieges in Verhandlungen besteht. Er hielt auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit Präsident Biden ab, in der Biden sagte, dass er die Diplomatie in Betracht ziehen würde. Auch der deutsche Bundeskanzler Scholz hat vor kurzem ein einstündiges Telefongespräch mit Putin geführt. Es scheint, dass der Westen seine Position von der Unterstützung der militärischen Hilfe für die Ukraine um jeden Preis auf die Diplomatie verlagert. Wie beurteilen Sie die veränderte Rhetorik? Ist der Preis für die Unterstützung der Ukraine mittlerweile zu hoch? Look, that is something that we're going to have to see. Das ist abzuwarten, denn es wirft die Frage nach der Demokratie in Europa auf. In Italien zum Beispiel gab es während des Krieges eine Wahl, bei der das italienische Volk für eine rechtsextreme Kandidatin, Giorgia Meloni, gestimmt hat, die im Grunde genommen während des Wahlkampfs eine Position gegen die NATO, gegen Kriegstreiberei und Ähnlichem eingenommen hat, aus einer rechtsorientierten Perspektive. Es gibt eine rechtsgerichtete Sichtweise zu diesem Thema, aber sie nahm eine rechtsgerichtete Position ein und wandte sich gegen das Atlantische Bündnis. Als sie ins Amt kam, entwickelte sich eine ganz andere Atmosphäre. Wir befinden uns in diesem Krieg an der Seite der Vereinigten Staaten. Wo bleibt die Demokratie? Interessant. Sie ist mit einer Position ins Amt eingetreten und hat mit einer Gegenposition kandidiert. Das werden wir in Europa noch oft erleben, eine Menge doppelzüngiger Politik. Offen gesagt kann man weiterhin zwei Dinge annehmen. Erstens, Putins Regierung wird gestürzt und eine blinde Pro-US-Regierung wird in Moskau an die Macht kommen, sodass das Gas durch Nord Stream 3 fließen kann. Das ist die eine Fantasie. Die zweite Fantasie beinhaltet, dass Europa mit verflüssigtem Erdgas überleben kann, das aus den Vereinigten Staaten über den Golf kommt. Sehr teuer, verflüssigt. Sie befinden sich mitten in einer Lebenskostenkrise. Dieses Flüssig-Erdgas ist für die europäischen Haushalte viel zu teuer. Entweder muss man daraufhin ein erneutes Abkommen mit den Russen schließen oder
wie gesagt, die Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen. Es ist zu teuer. Zweitens bezweifle ich, dass die Regierung von Herrn Putin gestürzt wird. Und selbst wenn sie fällt, bezweifle ich, dass in Moskau eine untergeordnete Pro-US-Regierung an die Macht kommen wird. Es wird etwas anderes in Moskau entstehen. Putin wird nicht ewig im Amt bleiben, aber es wird eine gewisse nationalistische Kraft in Russland auftreten. Das ist unvermeidlich. In diesem Fall muss sich Europa damit abfinden. Europa muss begreifen, dass es nur wenige vernünftige Auswege aus dieser Situation gibt. Erstens eine Verhandlungslösung für die Ukraine, ausgehandelte Sicherheitsabkommen mit Russland und so die Rückkehr russischer Energie nach Europa. Das ist die einzige wirkliche Lösung. Die andere ist keine Alternative. Wissen Sie, wer für die Kosten des Flüssiggases aufkommen wird? Wer wird die Kosten für die Kohlekraftwerke bezahlen? Wenn der Himmel über Europa wieder mit Kohlestaub bedeckt ist, wie werden die Europäer das wohl erleben? Seit Generationen haben sie das nicht mehr erfahren. Es gibt also nur eine Lösung. Ehrlich gesagt besteht diese in Verhandlungen über die Beendigung des Krieges, in denen Russland Sicherheitsgarantien gegeben werden und russische Energie nach Europa zurückfließen kann. Das ist die einzige Lösung. Gotta give Russia some security guarantees and you allow Russian energy to come back to Europe. That's the only answer. Ferner würde ich gerne die Wahrnehmung untersuchen, die wir in Bezug auf die Debatte über den Krieg in der Ukraine erfahren. Ein Verständnis des Krieges, das eine provokative Rolle offenbart, kann zum Beispiel ein Bewusstsein für unsere Fehler schaffen und für eine bessere Außenpolitik in der Zukunft sorgen. Stattdessen wird dieser Ansatz dämonisiert und als russische Propaganda, Argumente Putins oder gar als Rechtfertigung des Krieges abgestempelt. Warum ist dies Ihrer Meinung nach der Fall und warum hat die Medienkultur so viel Angst, in den Spiegel zu schauen? Es geht ja nicht nur um die Medienkultur. Es geht gewissermaßen um die gesamte Eliteklasse. Eine der Tragödien der Atlantikstaaten, auch Europas, besteht darin, dass es ein großes Selbstbewusstsein gibt. Ein überlegenes Selbstbewusstsein. Joseph Borrell hat es am besten ausgedrückt. Er ist offensichtlich für die europäische Außenpolitik zuständig. Er sprach davon, dass Europa ein Garten sei und der Rest der Welt ein Dschungel. Ich meine, was für ein Ausdruck ist das? Der Rest der Welt ist ein Dschungel. Europa ist ein Garten. Tatsächlich ist das eine großartige Aussage, weil sie die verborgene Denkweise der herrschenden Klasse in Europa veranschaulicht. Das ist ihre Denkweise. Sie halten sich für den Garten, überlegen, und die Barbaren vor den Toren. Daher die Feindseligkeit gegenüber Immigranten und der Versuch, Immigranten davon abzuhalten, auf den Kontinent zu gelangen. Ein großes rassistisches Konzept, das im Kern ihres Denkens liegt. Der Garten gegen den Dschungel. Ich denke nicht, dass Borrells Worte unzutreffend sind. Ich denke, dass es sehr passend war, denn Borrell äußerte sich ehrlich zu dem, was er tatsächlich glaubt und was die herrschende Klasse tatsächlich vertritt. Diese Verachtung für den Rest der Welt wird von Christine Lagarde, der Chefin der Europäischen Zentralbank, wiedergespiegelt, die erst vor ein paar Tagen sagte: Der Grund für das Problem in der Wirtschaft ist die Inflation der Lohnpreise. Mit anderen Worten, die Löhne steigen in der gesamten Eurozone, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze erhöhen wird, weil die Löhne gestiegen sind. Aber auf welchem Planeten lebt sie denn? Wo steigen die Löhne in Europa? Wovon redet sie eigentlich? Sie befindet sich mitten in einer Krise der Lebenshaltungskosten. Das Hauptziel der Europäischen Zentralbank sollte darin bestehen, Maßnahmen zur Bewältigung der Lebenshaltungskostenkrise zu ergreifen. Das Hauptziel sollte nicht sein, ich zitiere, die Inflation zu steuern. Wenn mehr Geld zur Verfügung gestellt werden muss, damit die Menschen den Winter überleben können, dann sollte man das tun. Man kann sich später um die fundamentalen Faktoren kümmern. Sie können Kontrollen des Kapitalverkehrs einrichten. Auch andere Maßnahmen können später ergriffen werden, wenn nötig. Aber im Moment müssen Sie den Menschen helfen, durch einen schwierigen Winter zu kommen. Die Energieversorgung wird nicht in dem Maße erfolgen, wie sie benötigt wird. Die Energiepreise müssen gehandhabt werden. Der Markt steht unter Druck. Es herrscht eine Verachtung für die einfachen Menschen in Europa, eine Verachtung für die Nationen der Welt. Das charakterisiert sie. Ich glaube also nicht, dass es eine echte Krise in den Medien oder eine Krise in dieser oder jener europäischen Institution gibt. Das glaube ich nicht.
Wir müssen verstehen, dass diese Menschen den Rest der Welt verachten. Und diese Verachtung zeigt sich vor allem in der Art und Weise, wie europäische und US-amerikanische Journalisten Staatsoberhäupter in anderen Teilen der Welt herausfordern und fragen, warum unterstützt ihr uns nicht in der Russland-Frage? Und es heißt, das wollen wir nicht. Das ist alles. Wir haben eine andere Sicht auf die Welt. Wir sehen die Dinge anders als ihr. Aber wie könnt ihr es wagen, die Dinge anders zu sehen? Wie könnt ihr es wagen? Genau so lautet die Verurteilung. Wir brauchen eine Aufarbeitung. Europa muss sich selbst entkolonialisieren. Die europäische Politik muss sich auf einen langen Prozess der Dekolonisierung einlassen. Europe decolonize itself. European politics needs to undertake a long process of decolonization. There was a lot of hope and optimism when Als Joe Biden Präsident wurde, gab es viel Hoffnung und Optimismus, dass er die Verhandlungen mit dem Iran wieder aufnehmen und den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan wieder aufnehmen würde, der während der Obama-Regierung vereinbart wurde, aber unter der Trump-Regierung gescheitert war. Stattdessen erleben wir jetzt, wie der Iran massiv gegen seine Bevölkerung vorgeht und wie sich die Menschen gegen eine theologische und religiöse Regierung erheben. Sollten die Vereinigten Staaten und der Westen die Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen während dieser Vorgänge wieder aufnehmen? Zunächst einmal ist die Regierung Biden in vielen dieser Fragen eine lahme Ente. Im Wahlkampf sprach sich Biden auch für eine Normalisierung der Beziehungen zu Kuba aus, was er nicht getan hat. Er hat die von Donald Trump verhängten 243 zusätzlichen Sanktionen aufrechterhalten. Biden hat sich also weder in Bezug auf den Iran noch auf Kuba engagiert. Das Thema Iran ist meiner Meinung nach interessant. Der Iran hat ein Problem innerhalb des Landes. Ein Land, in dem die Regierung eine so starke soziale Kontrolle ausübt, lässt sich nicht regieren. Wenn das Land konservativ wäre, müssten andere Institutionen den Konservatismus verwalten. Meiner Meinung nach sollten Staaten die gesellschaftlichen Konventionen nicht so handhaben, wie es der Iran oder die Vereinigten Staaten in Bezug auf die Abtreibungspolitik und dergleichen praktizieren. Die Gesellschaft sollte die Möglichkeit haben, unterschiedliche sozialpolitische Entscheidungen zu treffen, damit das gesellschaftliche Leben vielfältig sein kann. Manche Menschen wollen vielleicht ein Kopftuch tragen, andere wiederum nicht. Man muss Vielfalt im gesellschaftlichen Leben zulassen. Einerseits gibt es den Iran, wo alle Frauen ein Kopftuch tragen müssen. Und in Frankreich heißt es, niemand dürfe ein Kopftuch tragen. In beiden Fällen mischt sich die Regierung in einen gesellschaftlichen Disput ein. Meiner Meinung nach müssen sich die Regierungen zurückhalten. Ich bin nicht gegen Privatisierung, aber bei sozialen Konflikten befürworte ich, dass andere gesellschaftliche Institutionen die Verantwortung dafür übernehmen. Einer der komfortabelsten und gleichzeitig aufwendigsten Institutionen ist die Familie. Die Familie regelt viele dieser Fragen. Kinder werden in Familien erzogen. In Familien gibt es Streitigkeiten über Bescheidenheit, über das Verhalten und dergleichen. In den Familien überall auf der Welt sagen die Eltern den Kindern, du darfst dies, du darfst das nicht, das ist erlaubt und so weiter. Die Familie ist eine wichtige Institution, die in gewisser Weise ein moralisches Urteil über die kommenden Generationen fällt. Warum sollte sich der Staat hier einmischen? Ich bin sehr gegen diese Ansicht. Ich bin der Meinung, dass die Vereinigten Staaten wieder in Verhandlungen mit dem Iran eintreten sollten, nachdem sie im Alleingang aus einem bereits ausgehandelten Vertrag ausgestiegen sind. Das ist ein anderes Thema. Es hätte dazu kommen müssen. Es sollte auch geschehen, denn die Rückkehr zu einem Vertrag, der bereits ausgehandelt wurde und auf den sich alle Parteien geeinigt haben, ist nur angemessen. Ich wüsste nicht, warum es Neuverhandlungen geben sollte. Die USA müssen zu dem Vertrag zurückkehren. Es wurde bereits verhandelt und zugestimmt. Das ist eine andere Frage. Was die Geschehnisse im Iran betrifft, so würde ich sagen, dass sich die Staaten nicht in die Beurteilung der Moral einmischen sollten. Ich denke, das ist ein großer Fehler in der modernen Welt. Die Institutionen sind solide. Wie ich schon sagte, mag die Familie eine davon sein, aber es gibt auch politische und soziale Bewegungen. Es gibt zivile Organisationen und Ähnliches, die die sozialen Normen und die Moral regeln. Wir brauchen keine Sittenpolizei. Und ich denke, dass die Iraner dank der großen Proteste im Iran, dass die Regierung jetzt eine Debatte und eine Auseinandersetzung führt. Ich denke, dass es in der Regierung rationale und vernünftige Leute geben wird, die versuchen werden, dies zu überwinden. Auf den Straßen wird nun diskutiert, ob diese Regierung in der Lage ist, daraus eine Lehre zu ziehen und ob sie dementsprechend abgesetzt werden sollte.
Ich möchte mich an dieser Debatte nicht beteiligen, weil ich kein Iraner bin. Ich denke, das muss das iranische Volk selbst entscheiden. Ich halte es für unangebracht, wenn Menschen von außen sagen, oh, lass die Regierung kommen, lass die Regierung gehen. Wir haben nicht die päpstliche Autorität, eine Regierung zu exkommunizieren. Das ist die Entscheidung des Volkes. Ich unterstütze die Demonstranten, die gegen die Vorstellung protestieren, dass man über Moral urteilen kann. Das heißt aber nicht, dass ich mich an die Seite eines YB-35-Bombers stellen würde, der Teheran bombardiert, falls er jemals fliegt. Ich halte das für einen grotesken Ansatz. Zu meinen letzten Fragen. Jana Zakani, eine 16-jährige Palästinenserin, wurde auf dem Dach erschossen, als sie in ihrem Pyjama mit einer Katze spielte. Sie wurde von einem israelischen Scharfschützen mehrfach ins Gesicht geschossen. In Israel haben israelische Streitkräfte und Siedler 78 palästinensische Kinder im Jahr 2021 getötet. Und im Jahr 2022 sind es schon 30 bis 50 Kinder. Wenn wir dies mit Mahsa Amini vergleichen, der Person, die in iranischem Polizeigewahrsam starb und Proteste gegen die Regierung und weltweite Anerkennung auftraten, sehen wir keinen einzigen westlichen Politiker, der sich für die Palästinenser einsetzt, geschweige denn für die Menschen, die jedes Jahr unter dem saudischen Regime hingerichtet werden. Warum gibt es keine Medienkampagne, wenn es um unsere Verbündeten wie Israel und Saudi-Arabien geht? Und eine enorme mediale und politische Kampagne, wenn es um unsere Widersacher im Iran geht. Sie haben Ihre eigene Frage beantwortet, denn es geht um Verbündete und Gegner. Es handelt sich nicht um prinzipientreue Reporter, es sind politische Reporter. Sie berichten über politische Sachverhalte. Man kann grundsätzlich Einwände gegen das Erschießen unschuldiger Menschen durch das Militär haben, das stimmt. Das ist eine prinzipielle Ablehnung. Ich bin gegen alle Militärs oder Polizisten, die Menschen töten. Gleich nachdem Amini im Iran in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen war, wandte ich mich an die Öffentlichkeit und erklärte, dass dies Mord in Gewahrsam sei. Ich bin strikt dagegen, egal ob im Iran oder woanderswo. Ich glaube, dass eine prinzipielle Ablehnung dieser Art von Ermordung im Gewahrsam für alle gelten sollte. Jede Regierung muss sich damit auseinandersetzen, wenn Menschen in Polizeigewahrsam sterben. Man kann in Polizeigewahrsam sterben, ohne dass die Polizei daran beteiligt war. Sie hatten einen Herzinfarkt, was auch immer. Aber es könnte eine Spannungssituation entstanden sein, die sich auf jemanden dementsprechend ausgewirkt haben könnte. Die Presse ist nicht so prinzipienfest, sie ist politisch. Wenn es ein Ereignis gibt, vor allem in Palästina, eine routinemäßige, punktuelle Tötung von Palästinensern, kaltblütig, wird nur sehr wenig in dieser Art und Weise berichtet. Die Proteste der Palästinenser werden dann, wie Sie wissen, als neoterroristische Aktionen dargestellt. Es ist sehr beunruhigend, wie einseitig die Medien mittlerweile sind. Die Medien, vor allem in der westlichen Welt, sind Stenografen. Sie sind keine Journalisten, und das stimmt auch. Vijay Prashad, Historiker und Journalist, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war mir eine Freude, vielen Dank, Zen. Und danke für Ihr Interesse heute. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal und unsere alternativen Kanäle auf Rumble und Telegram zu abonnieren und für unsere Crowdfunding-Kampagne zum Jahresende zu spenden, damit wir unseren unabhängigen Journalismus auch im Jahr 2023 fortsetzen können. Ich bin Ihr Gastgeber Zen Raza. Bis zum nächsten Mal. Dies sind die Bausteine, die unsere Organisation ausmachen und die Ziele, die wir erreichen wollen. Um unseren Journalismus fortzusetzen und diese grundlegenden Werte zu verwirklichen, benötigen wir 1.000 Unterstützer in unserer Crowdfunding-Kampagne, die monatlich nur 5 Euro oder Dollar über einen Dauerauftrag spenden. Im Moment haben wir nur 200 Unterstützer und sind nicht in der Lage, den nächsten Schritt zu machen. Unsere Zukunft liegt in Ihren Händen. Stärken Sie den unabhängigen Journalismus und werden Sie Teil eines sinnvollen Wandels.